Seit nun schon über einem Jahr leidet unser Land unter der Corona-Krise. Koste es, was es wolle, versprach Kanzler Kurz noch im März 2020. Gekostet hat der schwarz-grüne Corona-Wahnsinn vor allem eines, nämlich zigtausende Existenzen. Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber wurden von Kurz und Co. in den Ruin getrieben. Während sich einige wenige, die meist im ÖVP-Umfeld zu finden sind, eine goldene Nase an der Krise verdient haben, wissen viele Österreicher nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen. Aufgrund von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit droht etwa 17.000 Mietern die Dedouchierung aus ihren Wohnungen. Menschen, die vor Beginn der Krise ein gutes Leben hatten, können sich nun nicht einmal mehr ihr eigenes Zuhause leisten. Doch das war erst der Anfang. Eine Umfrage der Wirtschaftskammer zeichnet ein dramatisches Bild. Rund ein Drittel der Unternehmensberater haben bereits Unternehmensschließungen mit Kunden besprochen. Ein Viertel auch schon konkrete Schließungspläne ausgearbeitet. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmensberater hat auch schon mit Betrieben gesprochen, die vorhaben, weitere Mitarbeiter zu kündigen. Die Wirtschaftsexperten erwarten schon bald eine enorme Pleitewelle samt explodierenden Arbeitslosenzahlen. Und während so viele Betriebe noch immer auf die versprochenen Hilfen warten und mit aller Kraft ums wirtschaftliche Überleben kämpfen, schmeißt die ÖVP-dominierte Wirtschaftskammer das Geld beim Fenster raus. Explodierende Ausgaben für externe Berater, Mitgliedschaften in Golf-, Yacht- oder Sportvereinen und Schulgelder in Millionenhöhe für Kinder von Mitarbeitern. All das offenbart ein aktueller Prüfbericht der WKO. Die Interessensvertretung der Unternehmer verkommt immer mehr zu einem Selbstbedienungsladen für ÖVP-Günstlinge. Und das Ganze auch noch finanziert aus den Zwangskammerbeiträgen der Zwangsmitglieder. Es ist wirklich unfassbar, wie diese schwarz-grüne Regierung unser Land zerstört.